Was geht von der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Ich finde es nicht gut, Marco, dass du manchmal auch ohne mich streamst. Wir sind ein Team. Wir sind wie Knossi und Monte. Wir müssen immer zusammen streamen. Du hattest ja nie Lust, Sven. Weil ich wegen meiner Vorhautverengung operiert wurde. Du weißt Sven, genau, wie weh das ist. Sven, wir sind doch schon live. Tut das wirklich weh? Hallo Leute, ich bin's wieder, euer... Ach, der war live. Ach so, jetzt habe ich's fast gecheckt. Sehr gut. Blick das live Doch raus. Ja, mit mir im Stream ist auch wieder mein bester Freund, der Marco. Marco, sag mal was. Gestern gab's Dino-Nuggets mit Ketchup. Wunder. Mit Ketchup? Also ich habe für sowas wie Sauersoße, aber Ketchup? Okay, mit Ketchup schmeckt das auch, ja. Aber... Wen interessiert das jetzt? Bah! Auf diesem Wege auch nochmal ein herzliches Hallo an alle neuen Followern, die dabei sind. Ich guck mal kurz in den Chat. Hallo, Sven, du nervst. Vielen Dank! Aber man kann sich nicht beschweren. Er hat sich wenigstens bedankt. Und nochmal bitte daran, mir eine Donation da zu lassen, denn so unterstützt ihr mich. Bitte und auch! Weil ich ja auch Teil bin. So, los geht's! Heute, meine lieben Zuschauer, zocken wir mal ein richtiges Horrorspiel, nämlich Bibi und Tina auf dem Reiterhof. Na gut, okay, je nachdem, wie man es betrachtet, kann das schon sehr horrorvinös sein. Sagt man das so? Ich glaube nicht. Kleiner Scherz! Man muss auch mal einen Scherz machen können, oder was meinst du dazu, Marco? Ich also bei Sven ist alles möglich. Lachen, Sven. Dann guck mal in den Spiegel, da hast du nämlich was zu lachen. So, da öffnet sich auch schon die Tür, das Spiel beginnt. Ich gebe in so einen komischen... Das fängt aber komisch an, das Spiel. Da öffnet sich direkt eine Tür und dann nicht mal richtig. Und Flur rein, das ist so eine Tür... Sieht ein bisschen abgeschlossen aus. Ein bisschen? Junge! Das Ziel vom Spiel ist... Das ist also... Doch ein bisschen gruselig, muss jetzt. Alter, war bloß Regen, Mann! Sven! Marco! Wenn ich am Zocken bin, einfach mal die Fresse halten! So, ich geh mal weiter hier. Wozu hat er ihn dann mit ins Stream, wenn er die Fresse halten soll? Ach komm, ist doch egal. Den Flur entlang. Einfach nur den Flur. Oh, da lief ein Scheißkind! Da lief einfach mal ein Scheißkind! Oh, nett, die Kinder sind unsere Zukunft, Sven! Gut, möge zwar sein. Na gut, irgendeiner muss im Alter ja für mich sorgen können. Ich will nicht ins Altersheim. Aber kein Scheiß-Zombie-Kind, Marco! Na doch, warum denn nicht? Die leben wenigstens länger. Ich hab Angst, Sven! Du bist aber auch ein Schisser, Marco. Stell dich mal nicht so an hier. Man, ganz besonders, wenn man immer jetzt zumindest in den Nachrichten liest oder vor allem auf TikTok hört und so. Gut, TikTok kann man nicht so ganz vertrauen, zumindest in manchen Situationen. Was in Altenpflegeheimen so los ist und alles. Gut, wir hatten auch hier ein ganz schreckliches Altenheim, wo zufälligerweise mal außersehen mit Absicht Leute gestorben sind. Portemonnaies wurden geklaut. Also es hat nicht gerade den besten Ruf. Ich weiß nicht. So. Ich bleib einfach zu Hause. So, wir laufen mal weiter wieder in den Flur. Kann man gezwungen werden, ins Altersheim zu gehen irgendwann? Irgendwas steht da hinten, sehe ich gerade. Guck da nicht drunter, Zwing. Irgendwas ist Was ist der Schlimme? Ah, Alter, ich hab mich jetzt auch von seinem Schrei erschreckt, nicht von der Uhr. Weil ich auf die Kamera geachtet habe, warum das so komisch immer hängt. Vergiss du meine Uhr! Was ist das überhaupt für ein Spiel? Der Paintball. So. Das ist uns mal beim Rust-Zocken passiert. Wir waren gerade dabei, eine andere Base zu raiden und waren halt, ich weiß nicht, es war dunkel, es war total stille und ich musste auf einmal niesen und ein Kumpel, da hörst du bloß noch, wie er nach oben springt, der Stuhl mitspringt, der Stuhl auf den Boden knallt und das Headset auf den Boden fällt und er sagt so, hast du eine Macke? Du kannst mich doch nicht so erschrecken, dass ich auf den Stuhl fliege. Dass ich dachte, hier kommt jemand. Marco! Mein Herz, Marco.
mein Herz, ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Spiel so fertig wäre. Nö, vor allem dann nicht mal groß was passiert. Ja, schreck dich sogar vor der Donation. Monika Angel Fan 73, spende 2 Euro. Hör auf zu spenden! An. Naja, na gut, okay. Alle Kinder, die hier zugucken, keine Sorge, ich bin ein erwachsener Mann, weiß genau, was ich tue. Schatzi! Ach, da erschreckt es sich nicht! Was ist? Denkst du daran, dass sich der Arzt gleich nochmal deinen Pischi-Mann angucken will? Also, nett umsprochen, habe ich so noch nicht gehört, aber okay. Wegen der Vorhautverengung. Mutti, ich bin im Stream, ich kann nicht. Ich mache jetzt noch ein paar Rubbellose und dann fahren wir zum Onkel Doktor. So, jetzt bin ich in so ein Gülleklärwerk oder so. Kanalisationswellen. Einfach mal die Fresse halten, Marco. Ist das so schwierig? So, ich weiß auch nicht, was ich... Ja, gut, okay, da wäre ich aber auch mega erschrocken gewesen, Alter. Oh, verdammte Scheiße, nochmal. Da scheiße ich mich ja gleich mit ein. Was ist das für ein Scheiß hier? Junge, das Ding ist gruseliger wie das ganze Spiel. Ist das diese Taylor Swift, von der immer alle reden? Wenn man an die South Park-Version denkt, dann ja. Sven! Also Marco, ich habe jetzt einen Schlüssel gefunden. Jetzt muss ich zu irgendeiner Tür. Zu einer Tür muss ich, um das Rätsel zu lösen. So, da ist sie. Rein. Öffnen. Ich war schon fast mit erschrocken, Alter. Was zum Teufel geht da ab, Alter? Oh mein Gott. Mama, 20 Euro beim Rubbellos gewonnen. Oh wow, da dreh ich so durch, oder was? Wenn es eine Million wäre, okay, aber 20 Euro, Alter, übertreib. Im Sitzen, oh, deswegen schön verschmiert und zerquetscht. Oh, ich mach mal ganz kurz auf Stumm, dass die Leute nicht mithören können. Kleinen Moment. Marco, ich hätte mich wirklich in die Hose gekackt. Ach, ich höre ich immer, Alter. Ich glaube, ich kündige. Ich beende mal kurz den Stream, Marco. Meine Lieben. Wieso sieht doch keiner, kann doch weitermachen. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war mal wieder ein spaßiger Stream mit einem spaßigen Spiel. Ich muss jetzt leider los. Ich muss noch was erledigen. Wenn man es genau nimmt, zwei Dinge. Ich sage Dinge. Tschüss, bis denn, euer Sven. Es riecht schon, man kennt es auch. Es war richtig geil. Also das hat echt Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch schöne Ostern.